Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um den Zinseszinseffekt, aber wir machen es nicht mit der Formel, sondern das ganze Jahr 4. Also bleibt mit. Stellen wir uns vor, wir haben ein Kapital von 5000 Euro, eine Zeitspanne von 3 Jahren und der Zinssatz beträgt 1%. Wir möchten wissen, wie viel unser Kapital nach diesen 3 Jahren ist. Das Ding ist halt, unser Kapital wird jedes Jahr verzinst. Das heißt, nach 1 Jahr bekomme ich Zinsen. Diese Zinsen werden auf mein Kapital draufgelegt und somit habe ich ein höheres Kapital. Da ich ein höheres Kapital habe, bekomme ich für das nächste Jahr mehr Zinsen und so weiter. Aber lasst uns das einmal Schritt für Schritt gehen. Die Formel zum Berechnen von Zinsen lautet ja, Z ist gleich K mal P geteilt durch 100. Manche machen auch nochmal I, aber brauchen wir eigentlich gar nicht, weil es geht hier nur um ein Jahr. Somit würden wir für I 1 setzen und das bräuchten wir eigentlich gar nicht. Würden wir das Ganze für 2 Jahre machen, ohne dass wir annehmen, dass unser Kapital nach 1 Jahr verzinst wird, dann bräuchten wir I. Wenn wir das Ganze jetzt nun einsetzen, das Kapital war ja 5000 Euro, mal den Prozentsatz, das war 1% oder den Zinssatz, das Ganze jetzt geteilt durch 100. Hier kann ich direkt 2 Nullen kürzen und 50 mal 1 durch 1 bleibt immer noch 50 Euro. Das heißt, nach 1 Jahr haben wir 50 Euro bekommen. Das wird jetzt auf unser Kapital draufgelegt, also unser Kapital 5000 Euro plus 50 Euro sind 5050 Euro. Hier nochmal nach 1 Jahr. Jetzt nach 2 Jahren, meine Freunde, wir haben jetzt aber neues Kapital, das sind 5050 Euro. Dieselbe Formel, Z ist gleich K mal P, wenn ihr wollt mal I auch, durch 100 einsetzen, Z ist gleich 5050 Euro mal 1, das Ganze durch 100 und das Ergebnis, meine Freunde, wäre 50,5 Euro. Das heißt, nach ein weiteres Jahr haben wir 50,5 Euro Zinsen bekommen. Diese Zinsen werden jetzt auf unser Kapital hinzugefügt. Also, unser neues Kapital 5050 Euro plus 50,5 und das Ergebnis wäre 5100,5 Euro. Das ist also unser neues Kapital, das haben wir nach 2 Jahren. Ja, jetzt schauen wir uns zu guter Letzt nach 3 Jahren an. Hier wieder dasselbe Spiel, die Formel Z ist gleich K mal P durch 100. Das Ganze, K ist in dem Fall 5100,5 mal 1 geteilt durch 100. Und das Ergebnis, meine Freunde, 51,01 Euro. Das addieren wir jetzt wieder zu unserem alten Kapital, also 5100,5 plus 51,01 und das Ergebnis wäre 5151,51 Euro, meine Freunde. Ganz easy. So, wenn jetzt von uns gefordert ist, die Zinsen auszurechnen, machen wir das Ganze wie folgt. Unser neuestes Kapital, also die 5151,51 minus unser ältestes oder unser Ausgangskapital, was 5000 Euro wären. Und das Ergebnis wäre 151,51 Euro Zinsen haben wir insgesamt in 3 Jahren bekommen. Das schreiben wir uns hier nochmal auf. Und wenn jetzt von uns gefordert ist, das Kapital auszurechnen, haben wir schon unser letztes Kapital oder manchmal auch KN genannt und das wären 5151,51 Euro. Das heißt, wenn bei euch noch KN steht, dann könnt ihr aufschreiben 5151,51 Euro. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist das Wichtigste. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal teilen und abonnieren würdet und mich auf TikTok und Instagram folgt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir sie immer gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.